200 Euro. Hey, toll schön. Du bist in einer Mieter. Ja, danke, danke. Für den Money. So, bei Mietern zusammen funktioniert eigentlich auch ganz gut, gell? Zum Quatschen immer, ne? Ich muss da rein und du? Ich auch. Okay, komm mal. Tschüssi. Um mich bei der Arbeit zu unterstützen mit den Kindern, sind meine lieben Eltern extra nach Berlin angereist. Ey, ich bin so dankbar. Aber wie haben die das eigentlich gemacht, als ich klein war? Haben die sich in den 80ern auch mal Zeit für sich genommen? Ja, dass wir uns mal alleine sind. Wir sind ja echt selten, oder? Dass uns wir einfach zu dritt haben und einfach ein Gespräch führen können. Habt ihr euch eigentlich so Me-Time als Eltern genommen, als wir klein waren, als wir was alleine gemacht haben? Ja, aber. Aber einen großen Wert aufgegeben. Ja. Aber wir sind dann meistens früher heimgefahren. Weil ihr uns vermisst habt. Ja. Beide meine Eltern haben gearbeitet, als wir klein waren. Mein Papa als selbstständiger Komponist, Vollzeit, und meine Mutter 4 Stunden am Tag in einer Praxis. Das war gut, denn so konnte sie sich voll um uns Kinder kümmern. Warum hast du damals eigentlich wieder angefangen zu arbeiten? Weil du das wolltest oder weil du musstest? Ich wollte, glaube ich, einfach auch finanziell unterstützen. Ich habe ja damals, als ich zum Arbeiten angefangen habe, habe ich eigentlich unter der Bedingung angefangen, ich möchte jede Ferien frei haben, wenn meine Kinder krank sind, bleibe ich daheim. Und sie sind auf alle meine Bedingungen eingegangen. Und ich glaube, das ist das, was bei dir stressig ist. Du kannst nicht einfach sagen, oh Kameratyp, heute geht's mir nicht so gut oder heute ist meine Tochter krank. Du musst da einfach durch. Ich habe alles angefangen. Ich habe diese Verantwortung gehabt in meiner Arbeit. Das war alles etwas. Du hast aber die Arbeit auch nicht gebraucht. Du bist von Hauptberuf aus Mutter. Du bist einfach wirklich so eine geborene Mutter. Ja. Und ich finde das jetzt ganz ehrlich, und ich freue mich gerade, dass du das so sagst, weil ich finde auch oft, dass das so manchmal so belächelt wird, wenn eine Frau sagt, ich sehe es einfach krass gerne Mutter, dass ich finde, ein viel krasserer Job teilweise ist, als arbeiten zu gehen. Und ich finde es aber gerade voll schön, dass du sagst, wisst ihr was, das ist mein Traumjob, Mama zu sein. Absolut. Voll geil, dass du dafür zu stehst. Und das ist ja wirklich geil, finde ich cool. Ganz ehrlich, ich fühle mich auch manchmal schlecht, wenn ich dich 2 Wochen lang nach Berlin entführe und ich weiß, ich fühle mich so blöd, ich weiß, aber trotzdem tut es mir halt auch leid, weil ich weiß, es ist halt auch für euer Leben einfach krass und ich nehme dir auch irgendwie deine Friend irgendwie weg. Leben, ja. Das stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt dann so, leck mich am Arsch, ist halt meine aber du weißt schon, was ich meine. Es ist jetzt einfach eine krasse Zeit. Und deswegen unterstütze ich das ja auch, du weißt das ja auch. Ich bin euch krass dankbar dafür. Das weiß ich auch. Ja, also ich muss echt sagen, bin krass gesehen, dass ich Eltern habe, die auch einfach selbstständig sind und eine Mutter, die einfach, wenn ich sie wirklich dringend brauche, einfach auch mal 2 Wochen dann bei uns ist, wenn ich einfach viel arbeite mit der Alex, also manchmal zum Beispiel gerade, der Alex hat jeden Tag Proben und Konzerte und ich arbeite einfach, dreh halt auch gerade, also ist halt Gott sei Dank meine Mama gerade da und man muss sich Hilfe holen, ich habe das viel zu spät gemacht, weil ich so schwer abgeben kann und jetzt haben wir ab und zu meine Babysitterin, die kommt mal so für 2 Stunden und so. Und ich mir alleine, das ist einfach schon mal so geil. Also wenn man einfach mal nur 2 Stunden, ich finde, das ist irgendwie für Eltern, das sind 2 Stunden wie 3 Wochen. Einfach so mal kurz sich duschen in Ruhe oder irgendwas aufräumen oder mal kurz irgendwie spazieren gehen alleine. Aber ich habe das viel zu spät erst in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite geht ja auch der Druck, finde ich, schon wieder los, so, hey, ihr müsst euch jetzt mal Hilfe holen, wir müssen das machen. Ich konnte vorher meine Kinder halt einfach nicht abgeben und hätte das auch nicht genießen können. Deswegen kam es halt jetzt ein bisschen später bei uns, aber dafür kann ich es jetzt annehmen, so halb. Passend zum Thema wartet auch schon die nächste Herausforderung auf mich. So, dann muss ich jetzt noch meine Sachen für Köln packen. Anders als sonst muss ich diesmal gleich mehrere Tage für einen Moderationsjob weg. Ach. Ich war noch nie so lange von meinen Kindern weg. Mir fällt es ehrlich gesagt richtig schwer jetzt gerade. Es sind wirklich 5 Tage am Stück und ich könnte eigentlich ehrlich gesagt jetzt schon heulen. Ich habe auch schon nämlich richtig mitnehmen nach Köln. Aber es wird so anstrengend. Ich nehme da am Tag 2 ganze Sendungen auf. Und dann weiß ich halt einfach, das wird nicht. Ich werde null dazu komme ich zu entspannen. Die Nächte sind dann auch wieder durchwachsen. Schießt mir krass ins eigene Bein, deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal 5 Tage ohne Kinder durch, auch wenn es mir richtig schwer fällt. Aber einfach, weil ich gelernt habe, dass ich auch manchmal auf mich selber gucken muss und das dann einfach schon wieder so eine krasse Doppelbelastung wäre. Und dann weiß ich auch jetzt schon, wenn ich weiß, ich bin im Hotel und stresse mich wieder krass ab, dass ich schnell zu meinen Kindern komme. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal ganz entspannt. Und dann kriege ich die entspannte Mutter nämlich. Und jetzt. Während die Kinder bei Papa und Oma und Abendlos nach. Los, Nika! Ich kriege die Challenge schon mit der Angelreise.
peinlich. Ich muss alles richtig peinlich hin. Jetzt bin ich erst mit ihm. Aber ich hab's geschafft. Bin irgendwie angekommen und habe direkt einen strammen Produktionsplan für meine neue Talkshow von mir.